In der ersten Aufgabe geht es darum, 250 PS in Kilowatt umzurechnen. PS und Kilowatt sind beides Leistungen, nur eben andere Einheiten für die Leistung. Und ein PS entspricht ungefähr 735,5 Watt. Oder da wir ja hier Kilowatt haben möchten, ist es besser, das gleich in Kilowatt anzugeben, nämlich ein PS entspricht 0,7355 Kilowatt. Und das können wir direkt einsetzen. Wir ersetzen das PS durch 0,7355 Kilowatt. Also müssen wir nur noch ausrechnen 250 mal 0,7355 und haben unser Ergebnis. Nun wollen wir Geschwindigkeiten umrechnen, in dem Fall jetzt von 100 km/h in Meter pro Sekunde. Wir können hier ganz systematisch so vorgehen, dass wir die Kilometer versuchen durch Meter zu ersetzen, natürlich ohne die Größe zu verändern. Also wir müssen einen Kilometer durch 1000 Meter ersetzen. Und dann können wir noch eine Stunde durch 3600 Sekunden ersetzen. Eine Minute hat 60 Sekunden, eine Stunde hat 60 Minuten. 60 mal 60 sind 3600. Und dann haben wir schon mal die richtige Einheit dastehen, nämlich Meter pro Sekunde, können dann den Bruch noch mit 1000 kürzen und müssen schließlich nur noch 100 durch 3,6 teilen, um die Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde zu erhalten. Das gleiche geht natürlich auch umgekehrt. Diesmal wollen wir 50 Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde angeben. Dann machen wir im Grunde genau das gleiche. Wir ersetzen die Meter durch Kilometer, aber natürlich auch ohne den Wert zu ändern. Ein Kilometer sind 1000 Meter, also ist ein Meter ein Tausendstel Kilometer. Und genauso ist eine Sekunde eine 3600 Stunde. Dann stimmen unsere Einheiten. Wir haben dann schon Kilometer pro Stunde, müssen nur noch diesen Bruch ein bisschen schöner schreiben. Wir können die Zahlen jeweils auf die andere Seite des großen Bruchstrichs bringen, wieder mit 1000 kürzen. Und wenn wir dann 50 mal 3,6 multiplizieren, kommen wir auf unsere Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde. Jetzt haben wir hier einen Rauminhalt. Wir haben 460 Kubikzoll oder Cubic Inches und möchten das in Kubikzentimetern angeben. Ein Cubic Inch heißt ja nichts anderes als Inch hoch 3. Und diesen Inch oder dieses Zoll können wir durch Zentimeter ersetzen. Ein Inch sind 2,54 Zentimeter. Dürfen aber nicht vergessen, dass das Ganze noch hoch 3 genommen werden muss. Und natürlich das Ganze hoch 3, also sowohl die 2,54 als auch die Zentimeter. Wenn wir die Klammer auflösen, dann heißt es nichts anderes, dass wir jeden Faktor dieses Produkts hoch 3 nehmen müssen, also die 2,54 und die Zentimeter. Dann haben wir schon die Kubikzentimeter dastehen und müssen nur noch 460 mal 2,54 hoch 3 rechnen und kommen dann auf unsere 7538 Kubikzentimeter. Dasselbe funktioniert auch für Flächeninhalte. Jetzt wollen wir 600 Quadratmeter in Quadratfuß angeben. Also müssen wir Meter durch Fuß ersetzen. Ein Fuß sind 0,3048 Meter, also ist ein Meter genau der Kehrwert davon. Wieder dürfen wir nicht vergessen, dass das Ganze quadriert werden muss, also sowohl die Zahl als auch die Einheit. Und wenn wir beides einzeln quadrieren, dann haben wir bereits unsere Square Feet, unsere Quadratfuß dastehen, müssen noch diesen Bruch quadrieren, mit 600 multiplizieren und kommen auf unser Ergebnis. Und zum Abschluss noch ein Rauminhalt. 5,9 Liter wollen wir in Kubikzoll angeben oder wieder Cubic Inches. Ein Liter ist ja nichts anderes als ein Kubikdezimeter. Ein Dezimeter sind 100 Millimeter. Das Ganze natürlich wieder hoch 3, weil es ja ein Rauminhalt ist. Und wieder dürfen wir nicht vergessen, sowohl die Zahl als auch die Einheit hoch 3 zu nehmen. Dann müssen wir wieder den Millimeter durch Inch ersetzen. Ein Inch sind 25,4 Millimeter, also ist ein Millimeter genau der Kehrwert davon. Dann können wir wieder anfangen, den Inch aus der Klammer rauszuziehen, einzeln hoch 3 zu nehmen. Dann haben wir unsere Kubikzoll, unsere Cubic Inches bereits dastehen, die wir haben wollen. Und dann müssen wir nur noch die Zahlen ausrechnen und kommen auf einen Rauminhalt von 360 Cubic Inches.